Ja, einen schönen guten Abend hier bei Streambeam for Global Change, supported by Castor TV. Ja, ich melde mich hier gerade aus der Gastwohnung in dem wundervollen, in der Mollatisierungsstadt, aus der Mollatisierungsstadt Bayreuth hier. Ja, das ist hier ganz nett, wir sind hier gut angekommen. Ja, nochmal vielen Dank an die junge Dame bei der Bundesbahn, die dafür gesorgt hat, dass der andere Zug auf uns wartet. Frau Ries war das, genau. Die Frau Ries von der Deutschen Bahn, die Zugbegleiterin, hat sich echt mächtig ins Zeug gelegt. Ja, sonst wäre das hier jetzt mit der kurzen Ansage, was denn morgen eigentlich ist hier in Bayreuth, das wissen wir eigentlich selber gar nicht so genau. Das soll auch eine Überraschung werden, wenn wir irgendwas wüssten. Nee, Quatsch, lange Rede, kurzer Sinn. Man trifft sich morgen um 14 Uhr hier in Bayreuth vor der Klinik. Ja, um zahlreiches Erscheinen wird gebeten, weil... wie zu hören ist, oder wie ihr alle wisst, morgen werden auch die Bayreuther Festspiele eröffnet. Und das ist ja dann, stell dich ein, ja eben auch dieser Seilschaften und Spezies, die da zum Teil auch mitverantwortlich für sind, dass der Mann da nun ja zwar in Bayreuth weilt, aber nicht zu den Festspielen gehen kann. Ob er das weiß, ob er das will, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, der Mann braucht jetzt auch eher mal ein bisschen Ruhe. Ja, was gibt's eigentlich neu im Fall Mollat, ne? Da wurde jetzt heute gesagt, dass die Wiederaufnahme nicht passiert. Also so die Hoffnung, die man da geweckt hat, dass der Mann jetzt vielleicht freikommt, morgen schon. Ja, also mein persönlicher Eindruck ist einfach, das ist auch nochmal so eine Art Folter, den Leuten zu sagen, irgendwie, ja, Hoffnung wecken und so, und dann wieder sagen, nee, HBH ist nicht oder so. Ja, also ich denke mal, die werden sich dann schön ins eigene Fleisch damit schneiden, weil dieser Zug ist nicht mehr aufzuhalten. Also die Sauerei mit den Banken und so, das kommt ans Licht. Ja, und weil sie so geschickt waren und das so gemacht haben, wie es wohl branchenüblich ist, ich will da nicht unterstellen, aber so sauber, wie das Ding da abgelaufen ist mit dem Mollat, war das nicht das erste Mal, wo sie das gemacht haben. Das ist so jetzt mal mein persönliches Statement dazu. Okay. Ja, was gibt's sonst zu berichten? Wie gesagt, ihr habt hier die Möglichkeit herzukommen. Bis morgen 14 Uhr. Also ich bin schon da. Der Adam ist auch schon da. Der hat gerade ein bisschen eine Beine hochgelegt, liegt hier gegenüber. Ja, war schon eine Tour, war. Na, jetzt sind wir auch ein bisschen groggy und freuen uns morgen irgendwie um 14 Uhr, ja, euch bei castortv.de begrüßen zu dürfen. Ja, und wesentlich fetter ist bei mir die Freude, wenn ich euch da auf der Straße sehe, hier in Bayreuth. Wir wurden schon ganz scheel angeguckt. Also auf der Fahrt hierhin ging es eigentlich so, die Leute waren freundlich, auch die Bahnpolizisten. Aber dann so in Bayreuth hatte ich dann schon so ein bisschen immer geguckt, habe ich hier einen Herpes oder sowas? Nee, habe ich nicht. Weil die haben mal ganz blöde angeguckt irgendwie so. Wahrscheinlich können sie das überhaupt nicht leiden, dass sich Menschen irgendwie für andere solidarisieren. Verstehe ich nicht. Also gut. Leute, schaltet morgen ein ab 14 Uhr. Ich sag mal so 13:30 Uhr werde ich schon den ersten Soundcheck machen. Ab 14 Uhr vor der Klinik in Bayreuth. Ja, kommt alle, seid dabei. Oder schaut castortv.de. Da wird es auch gezeigt, soweit es möglich ist. Soweit es möglich ist, heißt, wenn da natürlich jetzt viele Kleingruppen bei sind, muss ich mich dann für irgendeine entscheiden. Wenn da jetzt ausgeschwärmt wird in der Stadt für Aktionen, also... Ja, nichts Genaues weiß ich nicht und das ist wohl auch so beabsichtigt. Nicht damit man mich im Dummen hält, sondern damit man euch im Dummen hält. Nee, auch nicht, Quatsch. Das soll also zum Teil eine Überraschung werden. Es gab auch so ein paar Anlaufschwierigkeiten hier, wie ich mitgekriegt habe, beim einfach Koordinieren und Organisieren von der ganzen Geschichte. Ja, lasst euch überraschen, was dann morgen ist. Wir sind schon hier in Bayreuth vor Ort. Noch steht die Stadt, morgen wird sie auch noch stehen. Ja, und ich hoffe hier auf zahlreiches Erscheinen in Bayreuth. Die Zugverbindungen sind super. Also selbst aus Berlin könnte man das schaffen mit dem Zug. Allerdings nicht mit dem Nahverkehrsticket. Da müsst ihr morgen ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ne? So. Ja, oder ihr guckt einfach Castor TV. Wie ihr seht, ich bin hier in der Gastwohnung. Ich kann ja nochmal für die anfangen, die sich jetzt erst eingeschaltet haben. Ich bin in der Gastwohnung von einem sehr freundlichen Menschen, der uns hier Obdach gewährt, für die Zeit, wo wir hier in Bayreuth sind. Ja, ich werde gucken, dass ich, je nachdem, wie lange das morgen geht, entweder sofort anschließend zurückfahre, ja, oder noch eine Nacht hier irgendwo penne und dann am Freitag zurückfahre und auf jeden Fall am Samstag dann den nächsten Stream für euch bringe, nämlich die Snowden-Demo. Das ist ja irgendwie so auch so ein bisschen, hängt das zusammen, oder die Themen sind so ein bisschen ähnlich, Whistleblowerei und so.
Ja, hier in Deutschland habe ich neulich in einer Talkshow gehört, da wurde der Mann dann korrigiert, der gesagt hat, das ist ein Whistleblower. Da wurde dann korrigiert, nee, das nennt man hier Petze. Ne? Also das ist ganz klar, ne? Den Korpsgeist, den Clubgeist, den müssen wir stärken, unsere Speziesalschaften, ne? Deswegen nennt man das Petzen. Ne? Petzen ist negativ. Ja? Ein Whistleblower ist eher positiv. Also merke, wenn das in Deutschland einer macht, ist das Petzerei, also negativ. Und wenn das einer in den USA macht, ja, dann ist das positiv, weil den müssen wir unterstützen und da müssen wir uns echt für ins Zeug legen. Also nichts gegen Snowden. Ey, man, was du da gemacht hast, war einfach mal spitze gewesen. Ja? Dass du dann mal einfach so das mal auf den Tisch bringst, wenn es dann mal überhaupt alles auf den Tisch kommt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, der Gustl Mollat hat vor 7 Jahren, hat er die dicke Ding an der Glocke gehangen, ja, wie die da die Kohle in der Schweiz scheffen. Und, landet in der Klapse 7 Jahre lang? Was hat er gemacht? Seiner Frau hat er eine Backpfeife gegeben? Okay. Also, ich sag mal so, wenn jetzt jeder, der seiner Frau eine Backpfeife gibt, also da gibt's ohne für zu entschuldigen, sowas macht man nicht, grundsätzlich nicht wahr. Also, ich meine, so ein paar Sozialstunden tut einem da schon ganz gut. Vielleicht mal im Frauenhaus die Klos von den Frauen putzen, wenn man meint, man ist ja dicke Man oder so, dann wäre das eine angemessene Strafe. Aber 7 Jahre Psychiatrie, Leute, nee, das ist ein No-Go, ja. Und ein paar Autoreifen abgestochen, also mal mit Verlaub, ja. Komm, da kriegt er noch mal 14 Tage drauf, kann er noch Klos putzen, irgendwie im Kinderheim oder was, ja. So eine Geschichte, ja. Das ist dann, da merken sich die Leute das auch, dass sie da was falsch gemacht haben. Aber der Mann, ey, für mich sieht das so aus, ist jetzt wieder mal meine persönliche Meinung, für mich sieht das so aus, als ob der irgendwann mal richtig in den Hals gehabt ist und einfach ausgerastet ist. Ja? Bei dieser ganzen Ignoranz, stell dir mal vor, du rennst da irgendwo hin, machst eine Anzeige und das Ding kommt wie ein Bumerang, man sagt auf einmal, Alter, du bist bekloppt, das stimmt alles nicht, ja. Dann kommt irgendein Arzt, wie Pelzig sagt, mit einem Zettel an und sagt, naja, das stimmt schon, er ist schon ein bisschen doof, ne? Ja, und dann bist du 7 Jahre weg. Also in Berlin, Bubi Scholz hat seine Frau bei einem Unfall ist sie ums Leben gekommen, die Frau von Bubi Scholz, ne? Ja, der saß, hat sich gestritten mit seiner Frau. Na, hat dann, was man so üblich ist, nach dem Streit, das mache ich auch immer. Wenn ich mich mit meiner Freundin streite, das erste ist, ich hole die Knarre raus, das Gewehr, wisst ihr, setze mich aufs Scheißhaus und warte, bis sie vor der Tür steht und dann fange ich an, das Ding zu reinigen. Vielleicht habe ich Glück wie Bubi, dann löst sich ein Schuss, den kriege ich 3 Jahre, wo ich dann nur 2 von sitze und wieder nach Hause gehe. Ja? Ja. Und kriegt noch einen Auftritt bei, weiß nicht, wo er da überall war und ist hausieren gegangen. Ja? Und der arme Gustl sitzt da 7 Jahre. Für was nochmal? Also Leute, bevor ich mich hier jetzt noch mehr aufrege, ja, oder euch irgendwie langweile, geht einfach ins Internet, guckt nach, wann fährt der nächste Zug oder der pünktliche Zug, so dass ihr um 14 Uhr seid, ihr braucht ungefähr eine halbe Stunde vom Bahnhof bis zur Klinik. Also 13:30 Uhr da sein, vor Ort sein oder Castor TV anmachen. Ich freue mich auf euch, seid informiert, informiert euch. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bei dieser kleinen Programmansage. Und für den Support natürlich von Castor TV. Bis denn dann in diesem Theater. Ciao. Ausmachen. Ja, guckt nicht so. Ich bin ja gleich weg. Ist ja gut, ist ja gut. Und tschüss.